Da. So, moinsen zusammen. Hier sind wir mal wieder bei Crysis 3 und... Sektor 1, Delta 2. Ich hab hier was. Ich scheine wieder völlig zu failen. Ihr sollt euch von dem Turm fernhalten. Ich dachte, das wäre klar. Das war's. Packen wir unsere Sachen und nehmen uns den nächsten Sektor vor. Zur Hölle. Irgendwie weiß ich gerade nicht, was hier abgeht. Nichts Gutes auf jeden Fall. Hier ist nichts. Irgendwie überfordert mich das gerade hier. Oh, aber ich weiß, dass es nicht gut ist, dass mir meine Energie ausgeht. Ja, das sieht nach einem Fail aus. Gesundheit kritisch, das ist auf jeden Fall schlecht. Ich sollte mir, glaube ich, nochmal anhören, wie man das hier macht. Ich habe nämlich keine Ahnung, was ich hier gerade tue. Verdammt. Naja, meine Energie ist gleich wieder weg vom Tarnfeld, das heißt... Die Dinger werden mich treffen. Na gut. Das ist wohl ein No-Go. Also wie schon gesagt, ich bin völlig verwirrt. Ich habe gerade keine Ahnung, was abgeht. Also ich muss irgendeine Waffe suchen, das ist mir klar. Ich sterbe gleich. Das ist mir irgendwie auch klar. Hüp. Ach, ich bin im Wasser. Cool. Ja, die Dinger finden mich auch im Wasser. Und ich bin gleich tot. Das geht nicht mehr lange. So eine Scheiße hier. Was soll die Scheiße hier? Du musst dich dem Ziel unbemerkt nähern, Boss. Aha. Okay, so sieht's aus. Ich gebe die Position durch, sobald ich sie sehe. Wie die hier in Sektor 1 Delta 0. Das sind potenzielle Lager. Unser Primärziel ist Turm 3 Delta 3. Sobald du die Hardware hast, stellen wir den Bastard kalt. Okay, ich muss also eine Waffe suchen und... Tarnfeld aktiviert. Dieser scheiß Waffenturm sollte mich nicht bemerken. Theoretisch soweit verstanden. Delta 3. Sieht gut aus. Da, Sektor 1, Delta 0. Sektor 1, Delta 2, ich hab hier was. Also, aktiviert. Ja. Das war's. Packen wir unsere Sachen und nehmen uns den nächsten Sektor vor. Also, meine Energie geht ziemlich schnell zur Neige vom Tarnfeld, wenn ich mich hier schnell bewege. Aber wenn ich hier... in Ecken und so krieche, dann sieht mich der Turm nicht. Also ich weiß echt nicht, was gerade abgeht. Und habe ich nicht eigentlich irgendein Update für diese Tarnvorrichtung benutzt? Ich meine ja nur. Ja, Bogen habe ich keine Energie mehr. Das ist Energie. Pff. Bogen habe ich keine Pfeile mehr. Das ist nichts Neues. Irgendwie bin ich heute leicht verplant. Hier ist nichts. Wie stelle ich jetzt an, dass das so bleibt? Überprüfe Sektor 1 Delta 1. Tarnfeld aktiviert. Scanne Sektor 1 Delta 1. Scanne Sektor 1 Delta 1. Diese komische Durchsage die ganze Zeit. Echt keinen blassen Schimmer, was hier abgeht. Das ist mir irgendwie zu hoch. Und vor allem dieses Geplappere die ganze Zeit von diesem Turm. Was soll mir das jetzt sagen? Überprüfe meh. Ach. Schön. Also theoretisch, wenn ich mich jetzt...
Halt doch mal die Klappe, du Scheißturm. Also wenn ich mich hier versteckt halte und dann noch die Gefahrenanzeige betrachte... Ich habe keine Ahnung. Leute, das ist mir alles ein bisschen zu hoch hier. Ich schleiche mich einfach hier durchs hohe Gras und hoffe, dass ich diesmal nicht bemerkt werde. Auf jeden Fall bin ich happy drüber, dass ich ein Update benutzt habe, auch wenn ich augenscheinlich keinen Vorteil draus ziehe. Und dieses Geplappere von dem Turm, das geht mir auf den Sack. Hoffentlich finde ich da endlich die Primärwaffe. Lager ist ein No-Go. Bitte was? No-Go? Mensch, das Gelaber von dem Turm geht mir so auf den Sack. Das geht mir einfach auf den Sack. Ich bin jetzt endlich durch. Also noch zwei Ziele, die ich ablaufen müsste. Hält dieser Turm auch irgendwann mal die Fresse? Nur so aus Interesse? Ich weiß, das war ein Reim, aber kein guter. Jetzt müsste ich auf jeden Fall langsam wieder in Deckung gehen. Ah, wenn ich normal laufe, dann geht meine Energie schneller zur Neige. Geduckt dauert es irgendwie länger. Ich bewege mich aber dann auch wie in Zeitlupe. Das ist schon ein bisschen langweilig jetzt gerade so. Vor allem die Größen. Ihr wisst, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie nervig diese Stimme für mich ist. Ja, vielleicht doch, aber. Ganze Zeit von dieser Stimme unterbrochen zu werden. Mädel, halt doch mal die Fresse hier. Da haben wir doch was. Wir haben nichts. Sektor 1, Delta 6 priorisieren. Starker Gegner. Bitte was? Was muss ich Ich check's echt nicht. Was geht hier ab? Na gut. Ihr sollt euch von dem Turm fernhalten. Ich dachte, das wäre klar. Ich dachte, das Ding hat mich jetzt nicht gesehen, aber... Verflucht. Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich war doch leise und langsam und so. Ich das Ding jetzt? Ich mach einfach mal weiter wie bisher. Also der Kack. Ja, wenigstens redet der Kackturm jetzt nicht mehr. Jetzt schießt er dafür. Das ist auch schön. Aber na gut, das nehme ich in Kauf, wenn er dafür still ist. Gesehen von den Raketen. Nee. Also das ist jetzt gar nicht mein Level. Nee. Aber ich werde die Tarnung dann trotzdem noch ein bisschen verstärken. Zukünftig. Wenn man das kann durch die Updates. Sehr wahrscheinlich ja. So, hier sind wir wieder schön versteckt. Das heißt mal wieder enttarnen und ein bisschen aufladen. Weiter geht's mit dem Gekräuche und Gefleuche. Ich bin heute ein bisschen stiller als sonst, aber ich bin mal dran, dass ich keinen blassen Schimmer habe, was ich hier eigentlich tue. Magazin leer. Waffensystem offline. Schön. Ist, glaube ich, nur gut für mich. So, hoffentlich ist da jetzt irgendwas, dass ich hier nicht mehr so blöd rumschleichen muss und diesen Kackturm in Schutt und Asche legen kann. Hoppala, was war das jetzt? Mist, Seth-Waffe. Vergiss es, die nützt uns nichts. Nö, ich nehme die doch mit. Wow, wow, wow. Aha. L1. Ach, das Ding ist doch recht cool. Wie machst du das? Was? Mir gefällt zwar nicht, wie
wie du das gemacht hast, aber es ist einfach toll! Okay, du hast Zells Aufmerksamkeit. Wir sollten schleunigst verschwinden. Von mir aus? Dann schleiche ich nicht mehr durch die Gegend. Aber wo muss ich denn jetzt hin? Warnung! Höhenverteidigungsturm 3 Delta 3 deaktiviert. Alle Eingreiftruppen umgehend in diesen Sektor vorrücken. Aha. Gib mir ein Update zu deiner Position. Ich komme zu dir. Roger. Ja, dann mach mal. Primär zu Psycho stoßen. Okay. Dann rennen wir jetzt einfach mal ein bisschen. Und ich hoffe, dass ich mich nicht mehr so verstecken muss. Was sind das für Totenköpfe? Ach nö, wieder so ein Minenfeld. Nanovision aktiviert. Kann ich doch jetzt irgendwie hacken, oder? Theoretisch konnte ich das doch mal. Ah, hier. Viola. So, das Minenfeld ist gehackt, das heißt, ich kann einfach normal weiterlaufen. Gut, gut. Beinahe hätte ich die Minen nicht gesehen, wäre in die Luft geflogen. Pfeile, Pfeile, ich krieg Pfeile. Endlich wieder. Na komm. Wie nehme ich das jetzt auf? Nanovision aktiviert. Ah. Aber die Waffe will ich weiterhin auch mitnehmen. Die war ganz cool jetzt. Kann man sicher noch gebrauchen. So, Primärziel zu Psycho stoßen und hoffentlich Kontrollpunkt erreicht. Das heißt meistens nichts Gutes. Ganzlinger 2-1, hier Actual. Nach dem Funkverkehr zu urteilen, ist der Feind noch in der Gegend. Over. Dann benutze ich doch lieber den Pfeil und Bogen, um getarnt schießen zu können, wenn ich jetzt schon wieder Pfeile habe. Mal sehen, was bringt die Nanovision? Diese elektrischen Pfeilspitzen sind ziemlich effektiv. Probier sie mal in dem See dort aus. Elektrisch. Ach, Select, ja genau. Munition. Super Thermitspitzen, Elektropfeilspitzen. Ja, toll. Sind hier, glaube ich, überall Gegner. Sehr wahrscheinlich. Ja, die sind recht effektiv. Aber ich habe halt keine mehr jetzt wieder. Sicherheitsabriegelung aktiv. Nehmen wir mal wieder die normalen. Und jetzt gehe ich mich lieber wieder verstecken, damit meine Tarnung sich wieder aufladen kann. Oh oh. Da kommt jemand näher. Irgendwo. Hier liegt einer unserer Jungs, von einem Pfeil getötet. Sektor ist abgeriegelt. Muss vorsichtig sein. Oh oh, da hat mich jemand gesehen. Aufpassen, Prophet! Zellverstärkung nähert sich! Oh fuck. Irgendwo habe ich da noch was gesehen? Genau. So, jetzt wird's Zeit zu rennen und zu kämpfen. Maximale Panzerung. Scheiß Säcke hier. Achtung! Cellwaffen werden in deiner Nähe abgesetzt. Meh. Das weiß ich auch. Ich verbrauche jetzt lieber keine Pfeile mehr. Lieber wieder zur Primärwaffe wechseln, so. Ja, es ist alles ein bisschen verwirrend für mich heute. Aber wenigstens kommen wir bald zu Psycho, also allzu weit haben wir es nicht mehr. Sicherheitsabriegelung. Energie schon wieder niedrig, dann lassen wir das Ding mal wieder aufladen. Ja, wenigstens das Aufladen geht schnell. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde verfolgt. Na bitte, da ist er doch.
So, und jetzt? Hallo? Würdest du mit mir reden, bitte? Hallo? Ja, dann spring ich einfach mal hier runter. Maximale Panzerung. Warte, ich bin gleich da. Ja, ja. Was ist primär? Nördliches Depot erreicht. Upsala. Ja, ja, machen weißt wir noch. Du, es ist wichtig. Es gab eine Menge Gerede über dich und den Anzug. Alien-Modifikation, deine Vision. Die Leute wissen nicht mehr, wer du bist. Was denkst du denn? Ich bin hier, oder? Ich weiß gerade selber nicht genau, wer ich bin. Okay. Aber passt schon. Leise jetzt. Wir nähern uns einigen Zellpatrouillen. Tja, dann nehmen wir doch mal den Bogen wieder. So als Versuch. Na? Ich bin ja leise. Ist ja gut. Nicht so laut, verdammt. Bin ich laut? Ich bin doch nicht laut. Er kommt durch! Meinst du, das haben sie gehört? Okay, wir sehen uns auf der anderen Seite. Ich glaube nicht, dass sie das gehört haben. Hallo? Das war doch ein Treffer. Ich gehe mal wieder in Deckung. Hoffentlich kann ich Pfeile wieder einsammeln. Es wäre sonst blöd, wieder keine Munition zu haben. Oh, ein Geschütz. Nein. Decken wir mal wieder. Ist gar nicht so einfach irgendwie. Lassen wir das Geschütz mal ein bisschen was machen. Na? Hm, was sagt mir eigentlich die Nanovision? Alles sehr recht interessant hier. Neues Video. Ach, das sind die feindlichen Soldaten? Okay. Ja, die sind... die sind dann markiert. Alles klar. Lerne immer mehr. Oh oh. Die Tarnung wurde zur falschen Zeit ausgeschaltet. Die sehe ich natürlich nicht. Aber ich möchte eigentlich auch nur meine Pfeile wieder einsammeln. So, rein theoretisch. Die Musik gefällt mir jetzt auch noch recht gut, muss ich sagen. Einer meiner Pfeile. Wo ist denn der andere? Ah, die Nanovision ist wirklich recht praktisch. Meine Energie geht schon wieder zur Neige. Feind. 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 Ein Feind weniger. Überall zeigt es mir noch an. Ich dachte, das Ding habe ich doch schon gehackt, oder? Machen wir einfach nochmal. Komm raus und stell dich, du Feindling! Ich muss mich nicht stellen, ihr könnt auch mit dem Geschütz spielen. Ganz praktisch. Was? Ach, das ist wahrscheinlich mein Geschütz jetzt. Das ist alles ein bisschen verwirrend für mich hier. Ja, mitten in die Fresse. Pfeil nehme ich auch wieder mit. Ja, Munition kann man immer brauchen. Oder auch nicht. Das sind... Psst, nix da flankieren. Was sagen die?
ganze Zeit. Ihr könnt mich mal. Irgendwie bin ich jetzt falsch gelaufen, oder? Kann das sein? Ich glaube, das ist sogar so. Du kannst dich nicht ewig verstecken, Prophet. Wir finden dich. Ich muss mich auch nicht ewig verstecken. Ich muss euch einfach alle töten. Oh. Ich sichere dich, Prophet. Ganz praktisch, wenn die markiert sind. Ach, verdammt daneben. Alpha, vorrück! Naja, versuchen wir es weiter. So, Headshot. Hoffentlich falle ich nicht noch runter. Ja, Energie niedrig, aber ich glaube, es sind auch keine Gegner mehr da, oder? Doch. Ah ne, das ist Psycho. Das ist mein Pfeil. Aber vorsichtshalber, mal noch ein bisschen im Tarnmodus bleiben. Und meinen Pfeil mitnehmen. Dankeschön. Schätze, die haben uns gehört. Ach, schätzt du, die haben uns gehört. Was zum Teufel ist hier passiert? Check ihre Blackboxes. Finde raus, wie sie starben. Ich gehe nach oben und schau mich mal um. Von mir aus. Ich sehe keine Gegner hier. Das ist schon mal positiv. Was haben wir da für eine Waffe? Möchte ich die mitnehmen? Munition brauche ich nicht. Ach, schon wieder so weit laufen. Na gut, dann lassen wir es hier mal bei dem Kontrollpunkt und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich nicht weiß, was ich mache. Gut, in dem Sinne, Tschüssikowski. Tschüss.